Ja, die Geräte waren ja jetzt 8 oder 9 Tage am Meeresboden verankert und heute holen wir sie dann raus. Wir senden vom Schiff aus ein akustisches Signal runter, also ein Ton mit einer bestimmten Frequenz, und das Gerät antwortet dann und wird letztendlich dann den Anker öffnen und wieder hochkommen. Brücke Labor, wir lösen jetzt aus. Alles klar. Also wenn das Gerät 15 Mal piepst, dann hat es verstanden, was wir von ihm wollen. Und hoffentlich öffnet es dann den Anker und dann kommt es hoch. Ich range mal. Oder? Es steigt auf. 882, also es war 887, jetzt 882. Und wo soll ich, schreib's einfach mal an die Seite. Ja. Brücke Labor, wir haben das Gerät erfolgreich ausgelöst und es steigt auf. Erfolgreich ausgelöst. Ja, wir haben ja berechnet, dass es so etwa 18 Minuten dauert, bis es vom Meeresboden aufgestiegen ist. Und dann hoffen wir jetzt halt mal, ne? Die Schwierigkeit ist dann, das im Dunkeln zu finden und einzufangen mit dem Haken und dann an Deck zu zerren. Das wird spannend. Ich müsste aber so jetzt irgendwann auftauchen. Da ist ein Radiosender dran am Gerät und der sendet zu einer bestimmten Frequenz und hier können wir versuchen, den zu orten mit der Frequenz. Wenn man jetzt ein Signal bekommen würde, dann würde das nach oben springen und dann würde er entweder sagen Backbordseite oder Steuerbordseite. Und dann könnte man versuchen, den so zu orten. Also laut dem Ranging ist das Gerät aufgetaucht, also wir können keinen Kontakt mehr. Also er kommt auf jeden Fall, er ist hochgekommen. Also oh, es wird eine lange Nacht. Backbord macht aus. Und blinkt? Nee, ich habe nur die Fahne gesehen. Macht okay. Aus? Ah, du Held, Willi. Willi, unser Held. Kasten, Kiste Bier ist klar.
Weiter raus, er muss weiter raus. Area, very careful, because when the line slips to the top, it's gonna drop down. So no standing underneath. Du auch, ne? Wenn das, weil das ist da ist raus. Oder hol mit der Ameise rüber, ne? Schön. Das Gerät ist jetzt da. Jetzt können wir weiterarbeiten. Zum nächsten. Wollt die Brücke nochmal gerade, ob sie nach dem Radio hören können oder ob das auch. Das können wir gleich mit unserem Ding machen. Das können wir gleich mit unserem Sender machen oder Empfänger hier machen. Brücke Labor. Ja, wir hören euch laut und deutlich. Wir würden, wir sind, also das Gerät ist an Deck und wir könnten das auch zwischen den Stationen auseinanderbauen. Also könntet euch aufmachen zu OBEM 02. Oh, alles klar, verstanden. Wir rücken EM ab und machen auf Weg OBEM 02. Perfekt, vielen Dank.